wir sterben am Rand der Erde. Und noch kläglicher als ein Tier, Lyndon B. Johnson, du hast uns verschoben nach Ostasien und opferst uns hier. Ich habe ein Wort verwechselt. Es hieß vorher Truman. Einen einzigen Trost wir haben, und der brennt uns im Herzen wie Hohn. Wir entkommen bestimmt in den Himmel, denn die Hölle erleben wir schon. Ihr Bosse, die ihr in den Kirchen singt und durch andere anderswo Bomben ausklingt, ist ein großer Friedhof für euch denn der Frieden? Nie denkt das Volk von Vietnam so wie ihr. Es sagt, wir kämpfen. Unsere Heimat ist hier. Die Freiheit kommt nicht mit Bomben. Die Freiheit sind wir. Liebe Freunde, ich glaube, wir haben jetzt genug gehört, was geschah und geschieht. Wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Wert dieses Abends, zu der Solidarität, für die die Akademie aufgerufen hat. Und mein Freund Rodenberg meint, es wäre nicht sehr schön, wenn ich alleine das Solidaritätlied hier singe. Es ist schon 40 Jahre alt beinahe. Freiheitskämpfer aller Länder, preist den Ruhm der Solidarität, denn sie ist die stärkste Waffe, der kein Gegner widersteht. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hunger und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen. Mit dieser Veranstaltung, an der Ernst Busch und andere namhafte Künstler und Politiker teilnahmen, rief die Deutsche Akademie der Künste zu Berlin zur Solidarität mit Vietnam auf. Willst du hungern oder essen? Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?